Servus! Heute gibt es von mir ein Was ist eigentlich Video und zwar erkläre ich euch heute, was ein Envelope Banner ist. Ich habe mal geguckt auf YouTube, auf Google und so weiter und habe eigentlich noch gar nicht viel gefunden auf Deutsch dazu. Ich glaube, bei uns ist das irgendwie noch nicht so wirklich angekommen, deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal ein Video drüber und erkläre mal, was es damit so auf sich hat. Vielleicht findet ja jemand Interesse dran und macht dann mal so ein ein Envelope-Banner nach. Denn es ist eigentlich eine ganz simple und aber auch absolut tolle Sache zu machen. Und vor allem, man braucht nicht so lange, so extrem lange. Ist eigentlich ziemlich schnell gemacht und ja, macht trotzdem was her. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ich habe nämlich eine gemacht für die Aktion, die wir momentan in der Bastelpost haben. Wir haben im April einen Envelope-Banner-Tausch. Und zwar mit entweder dem Wort Frühling oder Spring. Hier haben wir jetzt das Wort Frühling. Ich kann es euch leider nicht anders auf Kamera bringen, denn dieser Banner ist sehr lang. Und ich kann da nicht mal so wirklich ein Foto von machen, weil ich es gar nicht aufhängen kann. Ich habe da gar keinen Platz, wo das hinpasst gerade. Ich müsste also theoretisch Nägel in die Wände extra dafür hauen. Und das tue ich jetzt einfach mal nicht. Sondern ich zeige es euch jetzt einfach so. Ich denke, ihr könnt euch das vorstellen, wie es aussehen soll. Es sind, wie gesagt, Umschläge, die an einer Schnur hängen, die man sich dann an die Wand hängen kann zur Dekoration. In unserem Fall steht jetzt was drauf. Man kann es natürlich komplett ohne Buchstaben auch machen und kann die einfach die Umschläge schön verzieren. Und kann die dann an den Schnur dranhängen, sodass sich das derjenige dann hinhängen kann. Das sieht auch sehr schön aus, wenn gar nichts draufsteht. Wie habe ich es gemacht? Ich habe mir Umschläge selbst gemacht. Die müsst ihr aber nicht selber machen, die könnt ihr auch kaufen. Einfach stinknormale Umschläge, wie ihr es fürs Kartenbasteln benutzt. Ihr könnt aber auch unterschiedlich große eigentlich hinmachen. Also die Größe ist da überhaupt nicht maßgebend. Ihr könnt das völlig für euch entscheiden. 15x15 Umschläge können zum Beispiel auch sehr toll aussehen. Dann wird halt die ganze Geschichte ein bisschen größer. Und ich finde das jetzt eigentlich schon für meine Verhältnisse sehr groß. Und man muss immer bedenken, die müssen ja auch noch gefüllt werden. Denn das sind ja nicht umsonst Umschläge. Ich habe die also selbst gemacht und habe dann hier noch so kleine Löcher reingemacht mit meiner Cropodile und habe dann so Eyelets reingemacht. Müsst ihr aber allerdings auch nicht machen. Wenn ihr allerdings eure Umschläge selbst macht, dann vergesst bitte nicht, dass die Löcher rein müssen, bevor ihr den Umschlag zuklebt, also bevor ihr das Grundgerüst zumacht. Dann, ne, sonst kriegt ihr die Löcher nicht mehr rein nachträglich. Ich habe das nämlich auch versucht. Bin kläglich gescheitert. Ich habe dann nämlich beide Dinger hier durchgestanzt und habe dann das Eyelid durch beide durchgeschossen. Und dann hatte ich leider nicht mehr sehr viel Platz, dass man hier noch was reinmachen kann. Also das müsst ihr, bevor ihr den Umschlag zusammenbaut, müsst ihr hier die Löcher reinmachen. Vielleicht bin auch nur ich so doof. Aber vielleicht, ne, bevor es jemand nochmal falsch macht, habe ich es lieber mal gesagt. Also die Umschläge könnt ihr ja ganz leicht mit dem Envelope Punchboard machen. Das haben ja jetzt eigentlich schon sehr, sehr viele. Und wer es nicht hat und sich das auch nicht holen möchte und selbst keine machen will, der nimmt halt einfach gekaufte und klebt da Motivpapier drauf. Am besten vorne und hinten, damit das Ganze einfach rundum schön aussieht. Und dann verziert man das Ganze noch. Und wenn man Buchstaben drauf machen möchte, dann macht man die Buchstaben eben drauf. Ihr müsst die auch nicht ausstanzen. Bei mir sind die jetzt ausgestanzt. Ihr könnt die mit einer Schablone drauf machen. Ihr könnt die mit dem Computer schreiben und ausdrucken. Und dann ausschneiden und draufkleben. Ihr könnt die einfach so mit der Hand drauf schreiben. So ein stinknormaler, simpler Edding tut es hier in jedem Fall auch. Vor allem, wenn die Mädels vielleicht, weil viele ja jetzt lettern, das ist ja voll im Trend. Ich kann es nicht, aber wer das kann, da sieht das bestimmt auch ganz toll aus, wenn das gelettert ist. Oder einfach mit Aquarelltechnik geschrieben oder, ja, pipapo, ne? Also euch fällt das sicherlich was ein, wie ihr da irgendwelche Buchstaben draufbringt, wenn ihr das unbedingt möchtet. Ansonsten macht es einfach so und verziert es einfach nur. Das geht genauso. Es kommt natürlich immer darauf an, für welchen vorgesehenen Zweck das sein soll. Man kann zum Beispiel diese Banner auch für einen Geburtstag machen
und kann dann einfach Glückwunsch drauf machen oder den Namen des Geburtstagskinds. Oder man kann es zur Hochzeit machen und kann da zum Beispiel dann auch ja, die Initialen des Hochzeitspaars reinmachen oder das Datum oder einfach nur Mr. und Mrs. draufschreiben. Man kann da dann zusammenlegen und kann vielleicht in jeden Umschlag eine Gutscheinkarte machen. Man verschenkt ja an der Hochzeit sowieso immer mehr vom Finanziellen her und kann dann in jeden Umschlag vielleicht ein bisschen Geld reinmachen mit so ein paar Wünschen noch dazu. Man kann das Ganze auch als Adventskalender machen, mit den Kindern zum Beispiel, wenn ihr da diese Umschläge macht oder gekaufte nehmt und die verziert und in jeden von 24 Umschlägen dann so ein Teil von der Geschichte reinmacht, haben die Kinder dann am 24. Dezember eine komplette Geschichte, die man ihnen vorlesen kann unterm Weihnachtsbaum. Das fände ich jetzt zum Beispiel auch eine tolle Idee, wenn ich Kinder hätte. Zum Geburtstag selbstverständlich, da kann mir alles rein, ne? Also und an Happy Mail ist es eben so, für das es die meisten wahrscheinlich nutzen werden. Für Happy Mail macht man halt Selbstgemachtes rein, ne? Also bei uns in der Aktion zum Beispiel wird es Voraussetzung sein, dass in jedem Umschlag ausschließlich Selbstgemachtes drin ist, weil ich das einfach sehr schön finde und Selbstgemachtes ist einfach immer besser als gekauft und in acht A6 Umschläge mit Selbstgemachten zu füllen ist absolut machbar, finde ich. Ja, und es ist einfach eine tolle Sache. Wenn man das aus dem Briefkasten fischt, da ist man erstmal eine halbe Stunde mit Anhimmeln beschäftigt, glaube ich. Also generell, jetzt nicht unbedingt das. Ich möchte mich jetzt nicht selber loben. Das macht man ja nicht. Ne? Aber generell so ein Banner. Denn da ist man schon beschäftigt, wenn man 6, 7, 8, 9, 10 Umschläge hat, wie viele man auch immer nimmt. Bis man die alle ausgepackt hat und bewundert hat, da ist man schon eine Weile beschäftigt. Und das dann später noch aufzuhängen, ist natürlich nochmal eine extra, ne, das Sahnetüpfelchen dann auf dem Häubchen. Was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe es, wie gesagt, mit Klettverschluss verschlossen. Da kann man auch ganz viele Varianten benutzen, wie man das verschließt. Man kann es, wenn man das einfach nur aufhängt, ohne die Löcher reinzumachen, an eine Schnur, dann kann man das mit Wäscheklammern zumachen und gleichzeitig auch an der Schnur befestigen zum Aufhängen. Man kann es mit Paperclips machen. Dann kann man es noch, wenn man seinem Washi-Tape gut vertraut, kann man das auch mit Washi-Tape machen. Aber mit diesen günstig Dingern von Action, Teddy und Co. wird das wahrscheinlich nichts werden. Das ist dann irgendwie sehr enttäuschend, wenn das bei derjenigen ankommt und hinten ist überall das Washi abgegangen und die Umschläge sind halb offen. Das ist natürlich nicht so toll, deswegen greife ich da immer auf Klettverschluss, weil der einfach immer bombig zuhält. Wenn ich jetzt nicht wirklich extremst Befüllung betreibe, dann bleibt der eigentlich zu. Und ich muss mir da keine Gedanken machen, dass die aufgehen. Außerdem mache ich hinten meine Schnur auch nicht fest. Manche kleben es fest, manche kleben es auch hier fest, die dann keine Löcher reinmachen. Die nehmen das hier, machen hier einfach Kleber hin und kleben die Schnur dann hier fest. Und das ist dann quasi die Befestigung. Das ginge auch. Das mache ich jetzt irgendwie nicht. Ich mache eigentlich immer die Löcher rein. Und habe dann das Band zum Durchziehen, denn ich mag es immer, wenn meine Verpackungen oder meine Sachen, die ich mache, später noch weiterverwendet werden können. Denn sonst haben sie ja irgendwie keinen Zweck und liegen nur rum. Hier ist es jetzt zum Beispiel der Fall, wenn diejenige sich diesen Banner aufhängt und sie hat irgendwann keinen Bock mehr drauf oder es ist Sommer oder Herbst oder so und da will man keinen Frühling da hängen haben, dann kann sie das abnehmen und kann vielleicht, wenn sie jetzt zum Beispiel jemanden hat, dessen Name mit H beginnt, kann sie demjenigen das zum Geburtstag schenken. Ja, kann da vielleicht hier noch eine Schnur durchziehen und ein Schleifchen dran binden oder sowas. Oder das dann aufhängen und an ein Geschenk dran machen, wenn man hier entweder eine Karte reinmachen möchte oder vielleicht einen Geschenkgutschein oder ein bisschen Geld reinmachen möchte und kann das dann für den Geburtstag verwenden. Ne? Also das ist dann auf jeden Fall nicht verschwendet und liegt irgendwo im Schubfach rum oder in der Kiste, in der Aufbewahrungskiste, sondern kann dann tatsächlich auch noch weiter verwendet werden. Und das finde ich immer eine tolle Sache. Ja, was gibt es zum Banner so noch zu sagen? Eigentlich nichts. Wie gesagt, mit was ihr es befüllt, das ist immer euch überlassen.
Kommt, wie gesagt, auf den Anlass an. Und ansonsten war es das eigentlich schon. Guckt immer, dass ihr am Ende vielleicht, wie hier jetzt, einen Knoten reinmacht. Denn wenn ihr das nicht macht, dann sind die mal schnell nicht mehr aufgefädelt. Das habe ich nämlich auch. Vor allem, wenn man so dünnen Baker's Twine oder sowas benutzt, dann sind die mal schnell von der Schnur gerutscht, die ich so umschläge. Also immer am besten mit einem Knoten fixieren, aber so, dass man ihn auch wieder aufmachen kann. Ne? Das, man weiß ja nicht, wo derjenige das dann hinhängen möchte. Wenn dann die Schnur nicht reicht, das wäre auch blöd. Deswegen immer nur einen leichten Knoten machen, dass man den auch wieder aufbekommt. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts wirklich dazu zu sagen. Es ist eine ganz simple Sache, deswegen habe ich jetzt auch darauf verzichtet, da ein Tutorial dazu zu machen. Wenn ihr allerdings eins sehen möchtet, dann sagt mir gerne Bescheid, dann mache ich das mal. Wobei das eigentlich nur ihr seht dann eigentlich nur, wie ich mit dem Punchboard einen Umschlag mache und den verziehe. Und das ist irgendwie, ja, ich glaube, das wisst ihr alle schon, wie das funktioniert. Ich kann höchstens mal einen machen ohne selbstgemachten Umschläge, sondern mit fertigen Umschlägen. Aber da ändert sich eigentlich auch nicht wirklich viel. Also wie gesagt, das ist eine ganz simple Sache. Macht das einfach mal nach und probiert das aus. Umschläge habt ihr sicherlich alle zu Hause. Motivpapier auch, wenn ihr selbst machen wollt. Und dann ran an den Speck und einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Denn wie gesagt, das ist eine komplett simple und einfache Sache. Und wisst ihr, was das Schöne an der Geschichte ist? Ich bin ja jemand, ich mache meine Projekte nicht gern auf einmal fertig. Ich setze mich nicht gerne hin und mache auf einmal, pam, gleich ein Projekt auf einmal an einem Abend oder Tag fertig. Sondern ich habe das immer gerne liegen, weil dann kommen die Ideen von ganz alleine. Und bei solchen Umschlägen ist es eben toll. Man kann einfach immer mal sich abends hinsetzen und einen Umschlag verzieren oder fertig machen. Und hat dann jeden Tag, kann man dann so unter der Woche mal so einen Umschlag fertig machen. Ist dann vielleicht mal so eine halbe Stunde oder so beschäftigt. Und das reicht dann auch wieder. Und das, finde ich, ist eine tolle Sache für zwischendrin einfach mal. Das ergibt dann am Ende der Woche ein komplettes Banner und man hat quasi schon eine Happy Mail fertig. Wenn man sich dann noch am Wochenende hinsetzt und die Füllung macht, dann ist man zack, 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 ist man fertig und hat einfach so eine Happy Mail am Start. Und ja, sowas finde ich immer toll und ich finde auch diese Banner ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, das ist ein toller Weg, um Happy Mail zu verschicken, damit man später auch noch was von hat. Ja, jetzt habe ich genug gelabert. Ihr habt es gesehen, wie es funktioniert. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz den anderen, den ich gemacht habe. Ich habe nämlich auch noch einen gemacht, auf dem das Wort Spring steht. Und den zeige ich euch jetzt mal. So, das ist jetzt das zweite Banner, das ich gemacht habe. Das hat jetzt ein paar Buchstaben weniger. Das hat das Wort Spring. Und ist ein bisschen rosalastig, aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Da habe ich jetzt die Buchstaben andersrum gedruckt, nicht gedruckt, gestanzt. Ich habe die in Glitzer gestanzt, eigentlich so ein bisschen umgedreht, das ganze Konzept und wie auf dem anderen Banner. Aber ist ziemlich gleich, ne? Also bei mir ist halt, das ist halt für mich Spring und Frühling, ne? Ich wollte es euch jetzt einfach nur noch mal zeigen, dass es eigentlich in allen Größen und Formen möglich ist, so ein Banner zu machen und absolut einfach geht. Und ihr könnt da eure Fantasie freien Lauf lassen. Und ich hoffe sehr, dass ihr das mal ausprobiert. Zeigt mir doch dann auch auf Instagram, was ihr gemacht habt und wie ihr das umgesetzt habt für euch. Ja, würde ich gerne sehen. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt einfach mal einen schönen kreativen Tag und viel Spaß beim Envelope-Banner basteln. Tschüss!